Hallihallo meine Trucker-Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute gibt es nochmal ein paar News zum American Truck Simulator und den kommenden Wyoming DLC. Wann es kommt, das wissen wir leider noch nicht, aber eins wissen wir, morgen bin ich wieder live am Start. Würde mich auf jeden Fall freuen und danke nochmal für eure Glückwünsche, dass ich die 100k geschafft habe. Kuss geht raus, aber dazu wird es später irgendwann mal was geben. Oh Mann, aber jetzt kommen wir doch mal zu den neuen Bildern, was uns SCS spendiert hat. Dieses Mal geht es nochmal um die Natur von Wyoming, weil SCS hat gesagt, naja, es wäre eigentlich fatal, wenn wir ja das nicht nochmal genauer uns unter die Lupe angucken, weil die Kartendesigner haben wirklich viel Liebe und Details in die Landschaften von Wyoming reingesetzt. Man hat ja auch wirklich gesehen, dass SCS da Riesenschritte macht um die Natur und ja, die Gegebenheiten so realistisch wie möglich darzustellen. Des Weiteren hat SCS eine Umfrage und das können wir gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben. Auf was habt ihr denn mehr Bock? Weil SCS fragt, habt ihr mehr Bock auf Wyoming oder mehr auf Texas? Ja, schreibt es mal unter den Hashtag Wyoming oder Hashtag Texas unten in die Kommentare, wenn ihr wollt. So, dann lasst uns mal einfach die Bilder angucken und wir wissen ja, das Lichtsystem, ja, das ist schon ja, ganz ordentlich. Und dann schauen wir uns mal eins von 21 Bildern an. Ganz geschmeidig und falls ihr irgendwas seht, dann schreibt es bitte mal in die Kommentare. Man hat ja, wie gesagt, in den letzten DLCs gesehen, wie beeindruckend das aussieht und das ist wirklich wunderschön. Wyoming hat natürlich Nationalparks und Landwirtschaft und Bergbau ist ein großes Thema in dem Bundesstaat und wenn ich das hier wieder sehe, ach, Highways, naja, oder besser gesagt irgendwelche ganz normalen Straßen, Bergpässe, wunderbar, das liebe ich ja und das ist ja auch eine Sache, die uns Spanien-DLC oder Iberia-DLC so ein bisschen ja, fehlt, dass wir so eine schöne Landstraßen fahren können. Vielleicht kommt noch eine oder andere Landstraße dazu. Wir wissen ja, dass die Autobahn 24 in Portugal dazu kommt, aber hier überall noch mal ein paar kleine Rastplätze, wo wir die Natur einfach mal beobachten können. Und jetzt kommen wir ein bisschen so ins Bergbaugebiet und karger Landschaft. Also Wyoming ist wirklich von der Natur sehr unterschiedlich. Ne? Das sieht auch schön aus. Wirklich sehr beeindruckend. Ach, da habe ich jetzt richtig Bock, mit den Leuten im SCS Multiplayer rumzufahren. Oh, schön. Und hier mit diesem Flusslauf, mit der Eisenbahn. Ach, da könnte ich schon wieder auf mein Pferd satteln und dann durch den Wilden Westen reiten. Aber ich kann nicht reiten. Ja, gut, das lassen wir einfach mal so. Ja, Wettersystem natürlich auch angepasst und sie werden auch nach und nach immer noch an dem sogenannten Lichtsystem weiterarbeiten. Auch hier, guckt doch an, die Eisenbahn, das ist doch ein Bild für die Götter, oder? So, jetzt haben wir hier das Bild nochmal. Das hatten wir doch gerade. Ach, in einer anderen Lichtstimmung. Ja, warte mal, hier war es. Wo war denn das? Ja, aus anderen Gebieten, guckt euch mal an. Haben sie jetzt komplett die Felsen hier gesprengt, um hier eine Straße reinzusetzen? Sehr, sehr schön. Also ich muss wirklich sagen, ich habe schon ein bisschen Bock, durch Wyoming zu fahren. Am Donnerstag ist der nächste Livestream vom SCS Multiplayer. Da werden wir nochmal schön durch Amerika cruisen. So, das sind ein paar Bilder gewesen. Vielleicht hat es euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach mal ein Däumchen da. Und wie gesagt, morgen sind wir live im Euro Truck Simulator. Ich würde mich freuen, das war es erstmal und ich hoffe auch, dass wir bald wieder ein paar Bilder zum neuen DLC im Euro Truck Simulator sehen. Wir warten mal ab. Mit den Worten, mach ich einen Fisch und sage haut rein, macht's gut, bye bye.